Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ihr Landratten. Jetzt geht er nicht weiter mit der nächsten Hauptmission und wir legen heute los. Was haben wir denn hier oben eigentlich gar nichts? Ist das irgendwas Wichtiges? Piraten retten, okay. Nichts Wichtiges also eigentlich. Das sind ja immer mal diese aufploppenden Nebenquests, die jetzt eher unwichtig sind. So, machen wir los. Heute mit einer weiteren Mission. Und die heißt eine Schuld einfordern. Wollt ihr mit mir trinken, Edward? In erster Linie möchte ich mal ein bisschen mit dir spielen. So, dann starten wir rein in die Hauptmission für heute. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Der trinkt dich erstmal schön ein. Ich komme wieder, Bonnet. Aber wo trinken? Ich bin ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Na dann, gucken wir uns mal an. Wir müssen einen Aufseher aufspüren. Hier wimmelt es nur so vor Feinden. Okay. Frage, werden wir wahrscheinlich nicht reinkommen. So. Na denn, müssen wir uns mal ein bisschen durcharbeiten hier. Komm her, mein Freund. So, der ist schon mal Geschichte. Oh, tschüss. Das war jetzt eigentlich keine Absicht. Ich wollte eigentlich jetzt nicht. So, wir nehmen uns mal den Körper. Oh, eine Mietskatze. Aber so, erstmal die. Oh ja, da muss ich jetzt mal gucken, dass ich da wieder rankomme. Da steht mindestens noch einer. Da steht die ganze Gruppe. Aber ist ja nichts Wildes dabei. Wir gucken mal. Haben wir noch hier irgendwas rumkreuchen und fleuchen? Nee, ne? Höchstens da vorne, ja. Eine. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir clever das angehen können. Wieder hoch, ob wir da durchkommen. Ja, der hört das nicht, ne? Na gut, egal. Aber da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo ist denn der? Ist der oben oder was? Oder kreucht der? Da hinten kreucht er rum. Okay. Gut. Ich guck mal gerade Schwerter, die nehmen wir mal mit. Das war jetzt der Plan dahinter.
sehen tue ich jetzt nicht. Das ist jetzt, der Aufseher, würde ich sagen, spontan, der ist da oben irgendwo. Gute Nacht. Ach ja, bei den Pfeifen, okay. Den habe ich jetzt. Ich muss zugeben, gerade den habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Da ist der Typ. So, den Weisen befreien. Na dann, Happy Birthday. Du bist bestimmt oben, ne? Da steht's da. Das heißt. Gut. Ich warte jetzt kurz einen kleinen Moment, bis der hier vielleicht wieder an die Idee kommt. Hör mal. Halt euch! Oh, das war jetzt eigentlich nicht der Plan dahinter. So. Jetzt müssen wir uns ein bisschen da durcharbeiten. Minimum die 2. Der ist relativ easy. Scheiße. Geh mal da weg. Dreh dich um. Dreh dich um, Kollege. Jetzt. Scheiße. Das war natürlich nicht der Gedanke. Ja, ist egal. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir sie schon verkackt. Scheiße. Aber ich glaube, oder mal, warte mal. Wir haben doch. Wir sind doch gar nicht so wirklich entdeckt worden, ne? Scheiße, wir haben eine Leiche gefunden. Warte mal. Ob ich den jetzt. Den habe ich, glaube ich, gerade nicht gesehen. Scheiße. Hey, ja, das war natürlich jetzt super toll. Hör mal. Scheiße. Ja gut, ich bin jetzt hier. Ja, das war natürlich super toll, jetzt alle Damen mal komplett aufgewischt zu haben werden. Aber das sind hier nur die 3. So. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Luft. Warte mal. Rauchbomben. Und Schwerter. So, meine Lieblingskombi. Schwert und Rauchbombe. Naja, ist gut, okay. Ich komme jetzt mal da hoch. Nochmal Abgang da unten. Ich kann direkt wieder runtergehen, Kollege. Ich gehe mal wieder hoch. Das ist eigentlich gar nicht so doof, wenn man die Wahl einfach wartet, bis die hier hochkommen, weil da kann ich so besser fischen. Da sind nämlich jetzt 2 oder so, einer der. Und tschüss. So. Kann ich da mehr von euch klauen oder war es das jetzt erstmal? Ich meine, da unten sind noch 2, ja, aber das ist eh wurscht. Warte mal, ich gucke jetzt gerade, dass ich ein bisschen schneller hier runterkomme, dass die mich nicht sehen.
So. Gute Nacht. So. Gute Nacht. So, jetzt muss ich mal checken. Da steht Minimum einer. Der wandert auch so ein bisschen hin und her. Ist jetzt gerade also egal. Weil den kann ich mir ohne Probleme holen. Und momentan bin ich scheinbar ein bisschen hier. Moin. So, gut. Befreien wir unseren Freund hier, den Weisen. Und haben es geschafft. So. Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen! Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Bitte was? Wartet noch! Ich hab euch doch eure Schätze gebracht! Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Der hat uns tatsächlich... Okay, wir haben nur 80%. Wir haben uns in Kämpfen verwickeln lassen. Oh, das blieb nicht irgendwie aus. Der war leider ein bisschen zu langsam. Das hätte ich vielleicht sogar gehabt, aber egal. Und die Wachen aus Anpassungszone heraus töten, haben wir 1 von 3. Ja, gut. Ist halt so passiert jetzt. Mein Gott, 80% ist besser als ja nichts. Fakt ist, Hauptsache wir haben eine Mission geschafft. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm wehrt sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Gut. La cena, cómetela rápido. ¿Hast du Hunger? So, und genau an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ja, da gucken wir mal, was passiert ist. Bis dahin, Wiedersehen.